Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendkost. Mein Name ist Knorke. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich präsentiere heute Guitar Hero Temple of Rock aus dem Steam Workshop. Download Link findest du natürlich in der Videobeschreibung. Er stellt für uns von Cenurix, hat aktuell 0 Sterne, weil nicht genügend Bewerter vorhanden sind und wurde am 9. August 2021 hochgeladen. Ich möchte ganz kurz was anmerken und zwar habe ich die arge Vermutung, es ist ein Rock'n'Roll Coaster und das heißt, da wird wahrscheinlich Musik gebraucht. Ja, da wird Musik auf jeden Fall gebraucht, steht in der Beschreibung drin. Und fürs volle Fahrerlebnis bitte einmal die Achterbahn runter laden mit der Datei und dann kannst du es genießen. Ich habe jetzt mal ausnahmsweise was gemacht, was ich normalerweise nicht mache. Und zwar habe ich eine Musik hinzugefügt und zwar folgende. Die heißt Rocktopus Rock Instrumental. Ich fand, die ist am besten geeignet dafür. Wie habe ich das getestet? Ganz einfach. Ich habe da einen Lautsprecher hingesetzt und habe sämtliche Musikstücke durchgehört. Das kam so ein bisschen rockig rüber. Ich hoffe, dass es einigermaßen passt. Passend ist auf jeden Fall die Kulisse. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob das jetzt für einen Freizeitpark geeignet ist oder eher so eine Kirmesattraktion. Wie dem auch sei, es ist optisch schon sehr, sehr geil gemacht. Ich drücke jetzt einfach mal auf Play und wir sehen hier ein bisschen Feuer. Okay, das gehört natürlich zum Rock'n'Roll dabei. Rock'n'Roll gehört und Wunderkerzen. Wunderkerzen und Feuer gehören auf jeden Fall bei Rock'n'Roll dazu. Wer kennt es nicht? Du gehst auf ein Rockkonzert und dann hast du erstmal deine Wunderkerzen und schwingst sie so ein bisschen rum. So, ich hab... Ui, krass. Pass auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen Screenshot gesehen, da war Feuer zu sehen. Dann dachte ich, okay, per Auslöser, dass das jetzt permanent kommt, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ja, wie gesagt, die Datei habe ich jetzt extra nicht runtergeladen, weil du kennst das, Copyright-Verletzung und Anno hat schon ein paar reingedrückt und deswegen, ich will da nichts riskieren. Und wir haben hier Enter, Exit, so, Temple of Rock, klar, oh... Kurze Ableitung, ganz weit. Kennst du School of Rock? Boah, mega geiler Film. Musst du den mal reinziehen. Auf jeden Fall. Guitar Hero habe ich schon öfters gesehen. Finde ich auch sehr interessant. Wäre aber nichts für mich, weil ich glaube, ich würde da nicht ganz klarkommen. Auf jeden Fall, die Musikstücke sind sehr, sehr geil. Sehr rockig natürlich und sehr bekannt. Du kannst, glaube ich, was weiß ich, glaube jedes Musikstück runterladen. Kostet aber, ich glaube, pro Titel, keine Ahnung, 50 Euro oder so. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Auf jeden Fall kannst du da richtig, richtig viel Geld reinstecken. Und dann hast du halt diese Gitarre. Gibt es, boah, lass mich jetzt nicht lügen, auf PS3, PS4? Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Bin ich mir überhaupt was sicher heute? Ja, anscheinend. Weil die Gitarre sieht cool aus, ist meiner Meinung nach, was ich im Stream einmal gesehen hatte, aber Plastik? Weiß ich nicht. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns das noch weiter an. Es sieht auf jeden Fall wie ein Festivalgelände aus. Sehr cool. Oh, Festival. Ich hoffe, nächstes Jahr Paruka will. So, dann haben wir hier oben, boah, ich wollte gerade sagen, Thor's Hammer, aber ist wohl eine Gitarre. Wir haben hier kleine Boxen. Apropos klein. Es sind ein paar Tool-Creation-Set-Dinger drin, aber sind relativ schnell runterzuladen, weil jetzt nicht allzu viele. So, hier haben wir auch ein bisschen Beleuchtung schon, weil wir im Schattenreich sind, aber das werden wir natürlich gleich in vollem Zug genießen. Wir fahren nämlich die Bahn einmal im Hellen und selbstverständlich einmal im Dunkeln, weil dunkel, ich glaube, dunkel macht die optisch noch einiges mehr her. Ich bin auf das Fahrerlebnis gespannt tatsächlich. Was ich super interessant finde ist, dass drei Liftels, okay, dass wir drei Liftels haben. Aber sieht aus wie ein Lounge-Coaster, ne? Drei Lounge-Liftels-Coaster. Okay. Was ich super interessant finde, ist, dass das als Gitarrenseiten gemacht wurde. Hä? Warte mal. Du kannst ja nicht dreimal hochfahren. Du musst ja irgendwo einmal runterkommen. Oder fährst du auf der anderen Seite runter? Ich vermute. Oh ja, das könnte sein. Du fährst. Stimmt, hier runter und auf der anderen Seite hoch. Oder hier. Moment. Ich muss ganz kurz was gucken. Hier sind Ketten. Alles klar, das sind Bremsen. Das ist kein Lounge, das sind Bremsen, damit man nicht zu schnell runterfährt. Ich denke mal, wegen der Optik wurde das so gelöst. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Ich würde sagen, alter Verwalter, hier explodiert aber alles, war. So, dann will... Offenes Feuer in Freizeitparks. Keine gute Idee. So nah am Körper. Oben in der Luft oder, weiß nicht, 3 Meter hoch. So Fackeln. Gut, okay.
Aber wenn du hier stehst, pass auf, stell mal vor, du stehst hier. Ja, natürlich, und wir könnten noch dahin gehen. Uch, ich brenne. Uah. Und dann rennst du irgendwo in den italienischen Themenbereich und springst da in den Becken rein. So, hier haben wir Security Backstage-Bereich. Hm, kommen wir nicht rein. Ich bin aber eine lebende Legende, darf ich da... Nein, okay. So, natürlich, Festivalmäßig gibt's hier Hotdogs. Alter, sehe ich da einen Hund? Gibt's den immer hier? Blur. Also, ich würde keinen Hotdog essen, wenn das so aussehen würde, tatsächlich. Okay, hier haben wir Enter, da hinten hatten wir Exit und dann bin ich hier richtig? Übrigens, es ist ein Blueprint, heißt Terraforming und Wege sind nicht gespeichert, sieht man ja hier. Dafür kannst du das in deine bestehende Rock'n'Roll Park integrieren und... Oh. Kennst du die sagenumwogene Geschichte mit dem Stein und dem Schwert? Hier ist das, der Stein. Und die Gitarre musst du rausziehen und danach bist du der Rock'n'Roll-König. Ich denke mal, die Stützen werden hier alle nicht, weil wegen Weg. Der Weg geht, denke ich mal, hier einmal rum, vermute ich jetzt mal ganz schwer. Achso, ich bin im Fernsehen. Hallo, ja, ich präsentiere dir heute... Ey, guck doch nicht weg. Hallo, ich bin jetzt gerade eine Ansage hier machen und dann gehst du wieder weg. Also wie... Hallo... Ich möchte gerne voll im Bild... Junge, kannst du auch mal bitte vielleicht mich im Bild lassen, so im Fokus? Danke. Nicht Fortfokus, sondern... Hallöchen. Ach, vergiss es doch. Amateur. So, was haben wir hier? Ja, genau, das ganze Equipment. Display-Ablaufsteuerung. Muss man die drücken für eine Show? Ich frage nur so interessehalber. Sollen wir mal gucken, was da passiert? Wir können ja mal gucken, was passiert, ne? Nur bei Auslöser aktivieren. Dauer 0 Sekunden. Zeit, bei Auslöser aktivieren. Okay, also da passiert... Achso, das könnte sein, dass das hier mit den ganzen Effekten zu tun hat. Könnte sein. So, wie kommen wir jetzt zum Eingang? Ich würde gerne die Achterbahn einmal fahren. Ja, achso, ja, ich hätte hier oben... Ich wollte euch das hinter den Kulissen einmal zeigen. Wir müssen natürlich selbstverständlich hier rum. Dann... Es ist die Frage. Ja, Q heißt ja Anschiebereich. Okay, wir gehen hier hoch. Oh, das sieht sehr cool aus. Und ein Monitor integriert. Sehr schön. Sehr schön. Hätte man ein bisschen weiter zurücksetzen können. Oder hier so Felsen drum. Hätte auch bestimmt gut ausgesehen. Ich denke mal, das hier ist wieder Tool Creation Settinger, weil die Textur ist, naja. Aber dieser Tiefeneffekt, ne? Seitdem ich den eingestellt habe, feiere ich den voll. So, dann müssen wir nämlich hier runter und dann sind wir auch schon, guck mal, wieder nicht verlaufen. So, wir haben hier einen Eurofighter Lift Hill Coaster und da haben wir die Mariachi Band. Ready to Rock. Oder RDYTO Rock. Hast du verstanden? Wir wollen jetzt rocken. Also, Attenzione, Attenzione, wir fahren los. Okay, wir fahren jetzt los, alles klar. So, einmal einsteigen bitte. Okay, stopp. Halt, stopp. Ich hatte schon fast vermutet, wir haben folgende Situation und zwar haben wir einen Time Warp. Macht auch Sinn, wegen den Effekten, die gerade bei Nacht zur Geltung kommen. Heißt, ich werde jetzt die Bahn nur einmal fahren. Dafür gucken wir uns die jetzt erstmal im Dunkeln an. Oh mein Gott. Alter Verwalter. Kommt dazu rüber? Ja. Meno mio. Boah, das sieht sehr gut aus. Also, lichttechnisch überzeugt mich das schon. Hier die roten Akzente auf der Gitarre, diabolisch. Hätte man die auch die haben Leuchten, ne? Ja, die haben Leuchten, okay, alles klar. Ich bin gerade am überlegen, wo scheinen die denn hin? Weil das sind die Fluter und die scheinen in den Himmel. Okay, alles klar. Ich denke mal, die beleuchten nachher den Wagen von unten. Junge, was ist das denn? Ist das im Tool Creation Setting? Hier so Kirmes-like oder sowas? Ist das so ein Ding? Weil das sieht sehr cool aus. Oder ist das eine Attraktion? Kulisse Power Moves Display Panel.
Ja, ich glaube, das ist ein Tool Creation Set Ding. So, dann schauen wir uns das Ganze. Ui, Memo. Boah. Sieht schon sehr gut aus. Wobei ich jetzt gerade das nicht so ganz feier, dass hier Licht durchkommt. Aber das ist halt Planet Coaster, ne? Da gibt es keine Kollisionabfrage. Aber es gibt eine. Boah, da wirst du aber verrückt. Junge. Hier könnte ihre Werbung stehen. Oha. Ich bin ultra auf die Fahrt gespannt. Ultramäßig. Okay, ja, wir versuchen jetzt nochmal schnell den Eingang zu finden und dann fahren wir da einfach mal mit. Wie gesagt, ich hatte schon fast vermutet, dass hier ein Time Warp stattfindet. Okay, dann starten wir jetzt die Fahrt. Los Fatos. Die Scheinwerfer super in Szene gesetzt. Ja, jetzt warpt er so ein bisschen hin und her. Auslöser wurde auch gearbeitet. Sehr schnell in Lifthill reingefahren. Ah, hier siehst du, ne, hier siehst du das Licht. Das wurde per Auslöser gemacht. Sensationell. Wie gesagt, Musik habe ich jetzt eingefügt. Ja, und sonst so? Ja, die Bahn ist super. Ach so. Da kam bestimmt Musik. Ich denke. Rockmeter. Oh, ist das ein Dual Coaster? Hat er auf die zweite Bahn gewartet? Sieht so aus. Sehr knapp, aber passt. Jetzt die gelben Anschlagstasten. Was sagst du? Bist hellauf begeistert, ha? Huh? Wir gucken drüber hinweg. Okay, wir sind erst auf der rechten Spur gewesen und jetzt auf der ganz linken. Das heißt, die rote fehlt uns noch, ne? Das finde ich sehr cool mit diesen Lichteffekten. So, und jetzt die rote Bahn. Wenn du hier die Orientierung nicht verlierst, weiß ich das auch nicht. Das hier gehört irgendwie dazu. Ich finde das jetzt nicht schlimm, dass man da drüber fährt. Rockmeter. Oh, wir haben den Highscore geknackt. Noch mehr Feuerwerk. Noch mehr Feuer. Das sah sehr cool aus. Also ich muss sagen, es ist die reinste Reizüberflutung für die Sinne. Du weißt, aber gehört irgendwie dazu. Ne, du weißt nachher nicht mal, wo oben und unten ist. Du, da fahren Autos, da kommen Wunderkerzen, da ist ein Feuerwerk, da ist Licht, da ist Feuer. Sensationell. Also irgendwie passt halt alles zusammen. Es ist eine komplette Reizüberflutung, aber es, also das ist eine Bahn, die macht Spaß. Und vom Layout her und alles gefällt mir das ultra gut. Wie gesagt, ich denke mal, dass die Erfahrung, die Experience noch besser zur Geltung kommt, wenn die Originalmusik drin ist. Aber wie gesagt, ich vermute mal, dass da ein Copyright drauf ist. Ja, ansonsten, ich gebe der Bahn 5 Sterne. Für mich hat da irgendwie alles zusammengepasst. Ja, der eine Glitch mit dem Stein, ne? Wo der Wagen drüber fährt. Sei dahingestellt. Vielleicht war es ja auch ganz knapp. Vielleicht ist er auch zur Seite gezogen worden. Man weiß es ja nicht mit Ketten oder sowas. Du darfst natürlich gerne anderer Meinung sein. Dann darfst du mir die gerne in die Kommentare schreiben. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.